Hallihallo, moin, willkommen zurück hier from Zero to Hero auf der Mountain Hill. Ja, und ich stehe schon hier bei der Zuckerfabrik. Haben wir ja gesagt, wollen wir kaufen, Geld haben wir und dann machen wir das jetzt einfach mal. 790.000, ja, wurde gekauft. So, jetzt können wir mal uns anschauen, was wir da brauchen, was wir machen können. Zucker. Ja, gut. Zucker ist klar. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Zuckerrüben. Zuckerrübenschnitzel. Okay, das ist interessant. Wir bräuchten weniger Rübenschnitzel wie. Das heißt, das ist gut. Wir werden dann unsere Zuckerrüben erstmal durch den Schnitzler hauen. Und dann hier hochbringen. Leerpaletten als Booster können wir machen. Wasser kriegen wir hin. Dann bekommen wir Zucker, wir bekommen Melasse und wir bekommen Schweinefutter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, Paletten können wir ja am Shop kaufen, wissen wir. Und da ist schon wieder die nächste Lohndienstleistung fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist ein Wasserfass. Wo haben wir da oben Wasser? Das ist getra. Wir sind ja hier. Da müsste man eigentlich. Ja, guck mal hier, Gärtnerei. Ja. Das heißt, du machst Gärtnerei, Wasser kaufen. Wenn ich das finde, Gärtnerei, Wasser. Oh ne, das ist Wasser abladen. Wareneinkauf, das hört sich gut an. Gärtnerei, Wasser kaufen. Dann geht das Ganze zu den Produktionen. Da müssen wir vermutlich ganz nach unten scrollen. Zuckerfabrik, Wasser abladen mit Wasser. Und dann fährst du mal. Du fährst. Ah, guck mal, der ist hier. Sehr gut. Das heißt, wir können hier kurz die restlichen Kartoffeln abladen. Dann kann der nämlich auch weiter auf Feld 8 sich begeben. Weil wir müssen da ran jetzt. Feld 8. So. Du fährst mir jetzt zum Händler runter. Weil da werden wir Paletten kaufen. Irgendwo, genau, hier Leerpaletten. 1000 Liter. Drei, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe, das reicht. Werden wir sehen. Aber um jetzt das alles ein bisschen besser zu optimieren, müssen wir eventuell den Rübenschnitzler woanders hinstellen. Nämlich so, dass wir überall rankommen. Oder wir lassen ihn auf Verteilen, dass das automatisch geht. Das können wir auch machen. Ja gut, dann lassen wir das so, dann verteilt der, dann müssen wir das nur jetzt machen, dass hier die Zuckerfabrik zuerst beliefert wird. Deswegen Priorität nach unten, dann passt das. Und der Vorteil ist, wenn wir alle Zuckerrüben hier durchjagen, bekommen wir jede Menge Gülle. Der macht auch irgendwas. Oh, hier ist einer fertig.
Das wird dann dieses 69 gewesen sein. 66. Pflügen. Haben wir noch was zum Pflügen? Rubbern hätten wir. Haben wir aber keine Maschinen. So, guck mal, hier ist der nächste da. Der sammelt fleißig. Gut, der macht Wasser. Dann läuft das schon mal. So, dann gucken wir gleich, dass wir die Paletten einmal hoch in die Fabrik bekommen. Und ich meine, wir haben bald nächsten Monat. Das heißt, die Rübenernte steht an. Wobei ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen mit der Kartoffelernte, die wir jetzt gerade noch machen. Ob wir die dann zwischendurch mal unterbrechen, wäre, glaube ich, sogar sinnvoll. Damit wir da erstmal den Zucker in Gang gesetzt bekommen. So, was haben wir denn hier? Nein, keine Gülleverschlauchung. Wir brauchen Europaletten. Hoffen wir mal, dass die mit Autoload hier drauf gehen. Aber so. So. Funktioniert doch perfekt. So, einmal geladen und dann geht's für euch zur Zuckerfabrik. Zuckerfabrik, Warenablade, Pickfood holen, Melasse holen, Zucker holen. Gut, dann wird das wohl da sein. Ja, du musst jetzt nicht da den Weg da hinten rumfahren. Du kannst auch hier, guck mal, direkt raus. Ja, das ist gut. Dann, wie gesagt, dann kommt ja Melasse. Hier wir für die Pelletfabrik wiederum brauchen. So, wir haben doch eigentlich genug Geld. Das ist ein kleiner Volvo in Blau. Da haben wir den 550 und den machen wir. Ups. New Holland. Ah, die Felgen lassen wir einfach so. Komm. Den kaufen wir jetzt und eine Mulde dazu. Dann haben wir einen zweiten Abfahrer für den Drescher. Das ist Feld 90 zum Getreidespeicher. Da haben wir mal ordentlich ausgegeben. Jetzt sind wir bei 26.000 Euro nur noch, aber ja, kann nur besser werden. Und das tut's ja auch. Wir wissen ja, wo wir hier sind und dann passt das so. Feld 90 haben wir gesagt zum Getreidespeicher. Auf Getreidespeicher. Nein, 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 nein. Ja. Ich fahr halt noch mal hier eine Runde. Parkplatz kriegt er später. So, guck mal, da ist das erledigt. So, hier wird gesammelt. Du parkst irgendwie sehr komisch. Keine Ahnung, was das sollte. So, hier geht der nächste Schwung Silage Richtung BGA los. So, hier haben wir Wasser. Wasser ist gut.
So, der ist unterwegs. Auch auf dem Weg zur Firma. Und ich sag mal so, Schweinefutter ist ja gut. Wir wollen ja auch irgendwann Tiere haben. Dann gleich mal so die eine oder andere Ladung Schweinefutter, die wir so nebenbei produzieren, ist doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Und wenn es zu viel wird, können wir es auch immer noch verkaufen. Aber wir könnten mal kurz rechnen. Wir könnten mal kurz rechnen. Zucker. Ja, 1900 Zyklen. Ach so, ich brauche einen Taschenrechner. Ich brauche einen Taschenrechner. Wir haben 1896 Zyklen. Wenn wir es mit Rübenschnitzeln machen, sind das 160. Das heißt, im Monat knappe 300.000 Liter Rübenschnitzel. Zuckerrüben wachsen 7 Monate, wenn mich nicht alles täuscht. 7 Monate. Gehen wir mal von 8 Monaten. Wir machen mal ein bisschen Ding raus. Dann brauchen wir 2,4 Millionen Liter Rübenschnitzel. Okay, das ist eine Hausnummer. Wir machen hier so, dann wenn wir das durch 1,15 rechnen, brauchen wir 2,1 Millionen Liter Zuckerrüben. So, da muss eine aufgefüllt werden. Ja, jetzt wird es aber geldmäßig sehr knapp. 18.200 entfernen wir ja. Und Mineraldünger. So, da ist der Wegpunkt. So, jetzt müssen wir mal auf eines unserer Rübenfelder gucken. Es sagt uns hier nicht, was wir runterbekommen. Das ist doof. Ja, werden wir sehen müssen, was da passiert. So, ist der Ernter mal lang. Der Ernter ist da. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber ich sag mal so, 2,1 Millionen Liter pro Erntedurchgang. Und eigentlich ja mehr, weil wir ja auch noch ein paar Rübenschnitzel für die BGA brauchen. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das gewuppt bekommen. Aber gut, wir haben genug Felder hier, also das sollte eigentlich kein Problem sein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die loswerden. Eher nicht. Mal gucken, ob wir die vielleicht runterstellen müssen. Leerpaletten wird hier nicht angenommen. Okay. So, dann ist die Frage, wo müssen die Leerpaletten hin? Oder da ist ein Schild. Produktausgabe. Wir können ja mal hier so rumlaufen. Hier kommt auch irgendwas raus. Melasse, okay. Hier würde ich sagen, kommt Wasser und Leerpaletten. Okay. Ich habe es gefunden. Und hier kommt Schweinefutter raus. Das heißt, dann schicken wir den oder ja, komm, die 2 Meter können wir auch schnell selbst hinfahren. Dann laden wir mal hier die Paletten kurz ab.
Ah, guck mal. Und schon läuft das. So. Das sollte ja erstmal reichen. Das heißt, du kannst nach Hause fahren. So, wir haben Zuckerfabrik. Ja, jetzt machen wir na klar schon durch das Boostern auch mehr Output. Das ist auch sehr gut. So, die Wiese ist auch gedüngt. Sehr gut. So, hier ist das schon. Na, guck mal, das ist schon unser zweiter Abfahrer. Da geht na klar das Dreschen dann auch eine ganze Ecke schneller voran. Das ist na klar auch ein großer Vorteil, würde ich sagen. So, die beiden Flüge sind zu Hause. Gucken wir mal, ob er das Wasser hier schafft, automatisch abzuladen. Aber warum sollte es nicht funktionieren? Gucken wir mal, wie hier die Kurse gemacht sind. Ah ja, hier, zip, 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 da rein und dann gleich wieder raus. No. Sinnvoll. So, komm. Ja, der wird jetzt erstmal ein paar Folgen lang hier im Kreis fahren müssen, um hier mal hinzubringen. So, Wasser läuft. Ich weiß nicht, der braucht 12 Liter pro Zyklus. Können wir ja auch mal kurz ausrechnen. 12 Liter mal 18,96. Das heißt ja gut 22.000 Liter im Monat. Das ist ja gar nichts. Das heißt, anderthalb Fässchen, ja, das ist einfach. So, Düngestreuer ist auf dem Weg nach Hause. Sehr gut. So, ach, guck mal, hier haben wir Feld 69 Sorghum, Hirse. Oh Gott. Muss hier angesät werden. Dann würde ich sagen, Kollege, mach mal was für dein Geld. So. Ja, ich freue mich, wenn wir schon, demnächst wieder mit den Ballenpressen mit der Göweil weitermachen können. Wobei, wir können mal gucken. Wie viel hatten wir jetzt hier schon im Lager? Kommen wir nicht durch. Ja, 54 Ballen sind schon drin. Also es füllt sich, glaube ich, relativ schnell hier. So, da würde ich aber sagen, wir haben eigentlich im Moment nichts mehr wirklich Großes zu tun. Dann machen wir jetzt schon Feierabend. Spiel, hallo. Oh. Immer diese Ruckler. Also, wie gesagt, wir machen Feierabend für heute. Morgen früh geht's weiter. Guckt dann doch gerne wieder rein. Da würde ich mich freuen und damit sage ich Tschüss, ciao und bis dann.